Mit dieser dramatischen Szene und dieser wunderbaren Kulisse begrüße ich dich zu einem neuen Let's Play von mir, von Nuni, nämlich Kirby and the Forgotten Land. Leute, lange, lange ist es her, seit das Ganze erschienen ist, wobei so lange ist es ja dann doch nicht. Nämlich genauer gesagt war es am 25.03.2022 und es hat mich nun ja gleich neugierig gemacht. Einerseits natürlich durch die Demo, die ich ja angespielt habe, andererseits jedoch auch über die Kritiken, ne? Denn die Kritiker meinten es ganz gut mit dem Game. Das Ganze hat nämlich eine ganze, wow, sogar so tutorialhaftig hier, krass, eine ganze Metacritic von 85%, was für ein Spiel definitiv nicht schlecht ist. Und deswegen freue ich mich jetzt, euch nicht nur zum ersten 3D, nicht nur zum ersten 3D Kirby euch begrüßen zu dürfen, sondern auch zu meinem allerersten Kirby-Abenteuer. Ich freue mich, wirklich. Also, es ist jetzt mein allererstes. Ich habe mal die Demo von Kirby Star Allies gespielt. Naja, aber mehr halt auch nicht, ne? Okay, ich kann Gott sei Dank hier nicht hier überall runterfliegen. Dann ist gut. So. Oh, ich habe da hinten schon jemand erwischt gerade. Hoppala. War jetzt gar nicht so gewollt. Naja. Wir spielen natürlich auf dem Wilden-Modus. Da hat Kirby ein bisschen weniger Leben. Man kriegt dafür mehr Münzen. Es ist quasi... Der schwierigere Modus ist auf jeden Fall gut machbar, schätze ich, weil Kirby ist halt dafür bekannt, nicht das schwierigste Game zu sein. Aber wir überzeugen uns selber. Oh, welche eine schöne Dings. Jetzt fehlt nur noch der Titel, aber ich glaube, den gibt's nicht. Ich muss sagen, es ist ein bisschen ruhig bis jetzt, das Spiel. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Aber ja, auch diesen Teil, den kennen wir ja schon zum größten Teil von... Ach ja, guck mal, jetzt können wir schon unsere erste Fähigkeit hier. Wir sind jetzt Link, wie ich immer so schön legen sage zu dieser Fähigkeit. Genau, also wo ich euch vorher sagen wollte. Wir sind hier im wilden Modus und... Oh, wow. Oh, wenn wir gegen die laufen, dann sterben sie auch. Okay, naja. Dann ist ja gut, ne? So, und das bedeutet, wie gesagt, weniger Leben. Man sieht es hier oben rechts, aber dafür halt mehr Coins. Und die Coins sind, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Um die armen Waddledees zu befreien, die werden wir jetzt auch natürlich gleich noch sehen. So, dieses Attack hier ist richtig krass eigentlich, ne? Wenn man sich das mal so anschaut. So, kann eigentlich, das möchte ich gleich mal testen, kann man unendlich lang fliegen als Kirby? Nein, okay. Das ist gut, dass wir das prüfen, nicht, dass ich mich da mal drauf verlassen werde. So, auch bis jetzt eine sehr simple Steuerung, also, ja, aber Leute, ich freue mich. Die Demo hat mich ja richtig heiß gemacht Anfang März und ich habe es euch ja versprochen, ne? Ah ja, das ist sogar die richtige Ding. Ich habe euch versprochen, oh, ich habe die Bombe eingesaugt, dass es zu diesem Spiel ein Let's Play geben wird, weil, wie gesagt, ich war richtig heiß von die ganze Zeit, das zu spielen. Ich habe mich nicht spoilern lassen, bis halt das, was wir in der Demo gesehen haben. Ich kenne nicht mal alle Fähigkeiten. Alles, was mein Wissen ist, sind Trailer und, was machst denn du jetzt? Trailer und die Demo. Also wirklich, ich habe mir nicht mehr angeguckt, weil ich wollte wirklich... das Ganze möglichst, was fällt denn die ein? Möglichst, wow, ganz schönes Tempo haben die Bomben auch. Möglichst blind spielen. Ah ja, guck mal, wenn sie direkt treffen, dann ist es auch was anderes. Meine Güte, es dauert ja ewig, bis die explodieren. Aber ich würde jetzt schon gerne den besiegen. So. Und ich glaube, dass da nichts ist, aber egal. Das wäre jetzt auch mal, okay, so viel dazu. Ich wollte sagen, ich mache mal das Experiment, ob man sich selber auch treffen kann mit der Bombe. Das machen wir dann mal anders, einfach dieses Experiment. Genau, also am Anfang, das kennen wir ja noch aus der Demo hier, die größten Teile, würde ich denken. Ich weiß auch, dass ich da noch alle Dinger hinbekommen habe. Alle Aufgaben, alle versteckten. Ich bin gespannt, ob das hier jetzt wieder so ist. Ich habe auch wirklich so krass Bock auf dieses Spiel. Schauen wir erstmal die Cutscene an. Ah ja, klar. Wie können das Gegner sein? Das ist so knuffig, schaut sie euch an und ich mag auch diese braunen Augen super gerne. Aber sie wollen fighten? Gut, Kirby. Kirby saugt sie einfach auf und damit auch das Auto. Tada! Ja, Kirby als Auto, auch was Neues, denn der Vollstoffmodus... ist ein neues Element in diesem neuen Kirby hier eben. Und ja, also deswegen bin ich sehr gespannt auf die ganzen Vollstoffteile. Ein paar kennt man aus Trailern, auch natürlich, aber
Trotzdem, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen überrascht werden. So, aber jetzt erstmal raus hier aus irgendeinem Gebäude hier in dieser Stadt, die ziemlich verwachsen ist. Also ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert die kommen. Es gibt auch verschiedene Biome in diesem Spiel. Ich freue mich, wie gesagt, das alles gemeinsam mit euch erleben zu dürfen. So, deswegen habe ich ja extra gewartet. Ich meine, ich hätte es auch Off-Camp spielen können in meiner stressigen Phase, aber ganz ehrlich, das musste halt auch nicht sein. Oh, ich bin jetzt gar nicht gesprungen, war aber auch gar nicht nötig. Wow. Wow, was war denn hier gerade krasses los? Okay. Ich frage mich gerade, ob hier noch was ist, aber ich glaube, wir sind schon den optimalen Weg gefahren. Und genau, hier waren wir schon. Alright, na dann. Weiter geht's. Genau. Ich freue mich, wie gesagt, mega viel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es sieht einfach richtig schön aus. Und da sieht man halt dann doch wieder, was bei der Nintendo Switch alles möglich ist. Und ab diesem Punkt beginnt was Neues. Also daran kann ich mich zumindest nicht in der Demo erinnern. Das ist cool. Das heißt, wir haben hier nicht einfach dieses Standard... schöne Musik. Würde ich auch mitviben. Seltsamer Horizont, auf, los geht's, los. Nein, Leute, das erspare ich euch jetzt. Wir sind auf jeden Fall hier in Kirby und das vergessene Land. Raus in eine neue Welt, wie sagst du? HAL Laboratory und Nintendo begrüßen uns gemeinsam. Kirby und das vergessene Land. Da sehen wir schon unser Ziel. Waddledees. Alle in Käfige eingesperrt, das geht mal so gar nicht. Ich finde diesen reibungslosen Übergang ist jetzt richtig gut. Zwischen was ist Cutscene und was eben nicht. Also es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So, ich bin mir nie ganz sicher, wo man hier, ob es hier solche Gänge gibt, die plötzlich hier so reinführen oder warum sonst das hier, ne? Das ist halt so die Frage, aber gut. Nein. Die armen Waddledees. Wie kann man die denn fangen? Schaut euch an, die sehen alle so cute aus. Wie können die denn gegeneinander kämpfen? No. Kirby steht auch einfach daneben und beobachtet das so, ne? Ah, okay, sie wurde noch nicht entführt. Also nicht komplett, nur gefangen bis jetzt. Gut, dann zeigen wir euch doch mal, ganz ehrlich, was fällt euch ein? Wow, das habe ich jetzt nicht ganz gerafft, muss ich sagen, dass der hier spawnt. Ich dachte mir schon so, warum fange ich an zu leuchten? Aber ja, mehr habe ich jetzt auch nicht verstanden. Okay, da wäre jetzt tatsächlich die andere Fähigkeit deutlich besser, aber für den ersten Fight natürlich trotzdem voll machbar. Und jetzt befreien wir, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist kein Waddledee. Oh mein Gott, ist das cute. Abnormal. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen? Diese Waddledees, die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Also ich habe bis jetzt nur gesehen, wie ihr geflüchtet seid, aber okay.
Und jetzt bin ich der Einzige, der übrig ist. Ich muss sie retten. Unbedingt. Du, ich helfe dir da gerne. So ist nicht, ne? Die Szene gab es dann wieder, ne? Es wurde nur das geile Lied geskippt. Wie, du willst mir helfen, alle zu retten. Großartig. Dein Name? Kirby. Freut mich. Ich bin Elfelin. Ja, mich freut's auch. Und damit starten wir auf die Weltkarte. Hey, Kirby. Teammodus mit 2 Spielern. Und die Abenteuer mit Spieler 2 in der Rolle des Waddle-Dee-Assistenten gemeinsam zu erleben, wähle Teammodus im Pausenmenü. Genau, es gibt auch einen 2-Spieler-Modus. Ist zwar nicht ganz so cool für den zweiten Spieler, denn er hat nur so einen Stab als Waffe und er kann jetzt nicht die ganzen Fähigkeiten, die Kirby hat, umsetzen, wie den Vollstoff-Modus oder auch die ganzen Gegner übernehmen, wie jetzt eben die Bombe oder was wir vorher hatten, den Schwerttypen, sondern er hat immer nur eine Lanze. Aber trotzdem cool, dass man zu zweit spielen kann. Puh, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich aus dem Wirbel auf Planet Poop oder Pop gesaugt. Hast du den zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst? Sag Bescheid, ich spring gern ein. Jo, merke ich mir auf jeden Fall. Oh, willst du reden? Achso, okay, nee. Das ist wieder dasselbe. Gut, dann starten wir nämlich auf eine weitere Sache, die man nicht gesehen hat in der Demo. Nämlich eine wunderschöne Overworld, wo man die verschiedenen Sachen eigenhändig auswählen kann, wie ihr hier schon sehen könnt. Eine komplett freie Welt. Und wir sind hier jetzt erstmal in den Naturebenen. Urbane Graslande. Achso, das war jetzt tatsächlich noch gar nichts. Unten seht ihr 0 von 46 Waddle-Dees. Komm schon, Kirby, lass uns hier alle armen gefangenen Wobblebees retten. So, schließe deinen Abschnitt ab, rette die versteckten Waddle-Dees. Und was dann sonst noch so von uns erwartet wird, das schauen wir uns jetzt in den urbanen Grasländern an. So, alright. Und dieses Weitläufige kommt mir dann doch wieder sehr bekannt vor. Ja, selber schuld, wenn du da reinläufst. Ganz ehrlich, kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Oh, das ist richtig schön gemacht, dass die Kugel so darauf reagiert, wenn sie beide, was ist das? Ah ja, genau, das war eine Aufgabe. Alle Tulpen. Ist auch cool, dass man nicht von Anfang an alle Aufgaben sieht. Dann ist es ein bisschen mehr auf dieses, wir müssen uns erkunden. Beziehungsweise wir müssen erkunden, weil, naja, es ist halt nicht umsonst ein 3D-Plattformer und deswegen... Oh, cool. Oh nein, den hätte ich einsaugen können. Dammit. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich tue mich hier noch selber umbringen. So, dann mache ich das mal ganz kurz, würde ich sagen. Ich meine, ich finde Kirby eigentlich in ihrer Ursprungsform auch einfach schon richtig krass. So, komm mal her, Boomerang-Typ. Damit wir auch mal was Neues hier sehen. Jawohl. Warum auch immer, aber hey, so, jetzt da erstmal weg mit dir. Auch mit dir und mit dir natürlich. Ich denke mal, da wird dann das Tor aufgehen. Jo, Tatsache. Aha, okay, okay, das ist dann doch recht eindeutig, dass es hier einen Weg gibt. Ja gut, das habe ich auch in der Demo schon gefunden. Aber ist ja nicht so tragisch, dass wir schon die meisten Sachen jetzt hier am Anfang kennen. Mein Gott, ist halt jetzt so, ne? Also wir können es nicht ändern. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, kommt jetzt noch ein zweiter Vollstopfer. Genau, der kommt jetzt. So, komm mal her. Der Automat. Ah, true. Das war mit den Dosen schießen. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich frage mich jetzt gerade... Ich glaube, ich habe schon zurückgeguckt in der Demo und dann war da nichts. Also ich hoffe, dass das jetzt mal richtig ist. Ich finde es auch cool, dass der jeweilig richtige Helm hier dann auch auf mir sitzt. Quasi. Also, ihr seht schon, auf mir ist jetzt der Helm für eben den Boomerang-Typen, weil ich den eben auch spiele. Finde ich ganz cool. Achso, hier ist Bonus. Oder was? Das ist jetzt Bonus? Ja, scheint so. Okay. Na dann. Raus hier. Wir müssen nämlich weiter... Moment. Achso. Ich dachte gerade, hä? Wie soll das jetzt funktionieren? Wow, Kirby kann ja richtig schnell klettern. Krass. So, und hier haben wir unsere erste Statue, oder wie man die nennt. Oder so eine Abbildung, ich weiß es gar nicht. Ah, guck mal, okay. Hätte man ja nicht falsch laufen kann. Und hier erwartet uns auch schon ein neuer Gegner. Okay, den juckt ja gar nichts, wenn man ihn trifft. Wie viel hätten wir aus? Ah, der ist schon weg, ne? Ja. Und wir sind auch mit diesem Abschnitt schon durch. Ich weiß noch nicht, inwiefern die Münzen... Was? Das ist nicht mal ein One-Shot, der Boomerang. Inwiefern Münzen wichtig sind, deswegen nehme ich natürlich immer, wenn diese Knospen, wenn ich sie schon sehe, nehme ich die natürlich mit. Ja, logisch. So, dann ab in den nächsten Aufschnitt.
Ausschnitt ist es auch nicht. Wir sind hier nicht beim Brotzeiten. Nein, den nächsten Ausschnitt des Levels, das hat dann da doch gepasst. Naja, okay, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Ach, guck mal, man kann auch gedrückt halten, dann bleibt der Boomerang da vorne. Ach, das ist ja richtig genial. Oh, das gefällt mir. Also ich meine, es macht Sinn, aber ja, es macht einfach Sinn. So, was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Also es macht einfach Sinn, dass es so funktioniert. Hä, kann ich das nicht dann? Doch. Okay. Ich dachte gerade schon. Warum auch immer das nicht möglich sein sollte. So. Wunderbärchen. Okay, also es läuft einwandfrei, Leute. Ach ja, und schaut euch diese schöne Optik an. Ich liebe sie einfach. Na gut, ich hätte auch einfach gedrückt halten können, ja. So, perfekt. Alright, achso, ich dachte mir gerade, oh Gott, jetzt schießen die nicht ab, aber... Nein, geht gar nicht. So, und dann sind wir auch schon wieder beim nächsten Vollstopfmodus. Ich denke mal, das wird jetzt nur am Anfang so ein bisschen gespammt. Ich denke nicht, dass es dabei bleiben wird. Also es wäre zumindest ein bisschen... Ups, jetzt habe ich das gar nicht gemacht eigentlich, aber okay. Wäre sonst ein bisschen too much tatsächlich, wenn man das durchgehend jetzt sehen würde, aber... Ich denke, das ist jetzt nur am Anfang und... Genau, wird sich dann halt verändern dementsprechend. Ach, guck mal, ich muss gar nicht genau treffen. So, ja, auf jeden Fall nicht. Und hier sehe ich doch einen Riss im Boden. Alles klar, na dann. Schauen wir doch gleich mal. Aha, ein bisschen Kürbis. Schadet ja bestimmt nicht. So. Boah, ja, die Range ist ja super easy. Okay, also ein bisschen OP das Teil schon. Aber I guess, ich nehme es sehr gerne. So. Ja, und dann... Schau mal, oh Gott, bist du jetzt auch One-Shot? Es hat mich erwischt. Aber ja, er war One-Shot. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so nehmen soll, aber hey. So, auf jeden Fall haben wir hier die dritte Blume. Ich hoffe, ich habe bis jetzt keine verpasst. Ich meine, wir spielen das Level jetzt auch schon zum zweiten Mal, deswegen soll ich das eigentlich hinbekommen. Ach, guck mal, ich glaube, eine rote sind 10, eine grüne sind 5 und eine gelbe auch dementsprechend eine Münze. So habe ich das jetzt zumindest gesehen. So, und jetzt hier einen wunderschönen... Natürlich. Ich wollte sagen, einen wunderschönen Kopfsprung. Aber ich wollte hier eh noch vorbeischauen, aber... I guess hier ist gar nichts. Naja, dann habe ich ja immerhin schon mal nachgeguckt. So, und jetzt muss ich ja nur noch... Da oben ist aber nichts, oder? Auf dem Gitarre. Ich denke mal, da komme ich gar nicht hin. So. Denn ich wollte hier die Statue mir anschauen. Die haben auch noch Beschreibungen. Ich glaube, die kann man aber nur auf dem Hub dann lesen. Ah ja, okay. Also es ist schon sehr tutorialhaft bis hier. Ha, und ein weiterer Waddly, der hier gefangen wird. Alright, oh, dann sind wir jetzt schon am Ende des Levels. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Nee, ich bleib beim Boomerang. Ja gut, schwierig, Leute. Wir haben nicht mal ansatzweise alles. Ich glaube, man kann es sogar hier gucken. Bringe die Blüten, die versteckten Waddly. Okay, ich hoffe, ich denke, das Level ist jetzt schon zu Ende, leider. Okay, ja, gut, das macht ja überhaupt keinen Damage. Warum nicht? Hä? Ah, jetzt hat's Damage gemacht. Warte mal, wartet. Ja, es macht hier gar kein Damage. Wow, okay. Ich überlege mir gerade. Ich glaube, ich mache das mal so. Jetzt sind die Sterne natürlich weg. Hä? Ah, hallo, was soll denn das? Ich meine, ohne Sterne kann ich schlecht was machen. Jetzt, ja. Ja, das macht ja deutlich mehr Schaden. Wow, okay. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Oh Gott, was macht er jetzt? Aber ja, den Fight kennen wir auch schon. Der ist ja auf jeden Fall machbar. Alright. Keine Ahnung, warum er jetzt so schnell gestorben ist. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Aber ja. Achso. Ja, ist okay auf jeden Fall. Ich denke mal, ich nehme das jetzt auch mal kurz mit. So. Und dann gucken wir mal. Also ich finde es ein bisschen weird. Ah ne, okay, das ist tatsächlich erst der erste Abschnitt. Ja, okay, super. Weil, vor allem, wo ist denn der jetzt ein versteckter Waddly gewesen? Oder war es das jetzt? Nein, das war es noch nicht. Okay, super. Ich habe nämlich auch im Kopf, dass noch ein Abschnitt gekommen wäre jetzt. Aber ich war mir jetzt so, also es hat mich mega verunsichert einfach. Wow, okay, der hat ja überhaupt keine Chance. Als habe ich wieder nicht geguckt, ob es wirklich, 5 Münzen sind, die grünen. Naja, das werden wir schon noch... früher oder später herausfinden. Hier dann kann ich mich auch noch erinnern. Ah, okay, so war das. Ja, dann komm. Dann öffnen wir die ganze Schose und finden auch schon den nächsten Waddly. Aber bevor wir das suchen uns... So, wartet. 415. Und, haben wir jetzt 20? Ja, tatsächlich sind es 5. Okay. Und das Rote ist relativ sicher sogar 10.
Genau. Alright. Ja, mir gefällt bis jetzt das Game Design sehr gut, dass es halt so aus verschiedenen kleineren Abschnitten besteht. Ich meine, das haben wir auch schon in der Demo gesehen, ja. Aber trotzdem will ich das jetzt halt nochmal anmerken, so. Weil es halt schon mir nochmal jetzt aufs Neue auffällt, natürlich. Weil die Demo ist jetzt bei mir auch schon so 3 Monate her, seit ich die gespielt habe. Es war ja Anfang März. Mittlerweile haben wir Juni. Oder zumindest fast Juni. Genau, deswegen. Ah ja, super. Ich dachte gerade schon. Wie soll ich den denn sonst töten? Vielleicht ist es sogar eine Aufgabe. Ich weiß es nicht. Ah, ja, tatsächlich. Ach, guck mal. Nämlich der dritte versteckte Waddle-Dee. Oder sagt man einfach das Waddle-Dee oder der Waddle-Dee oder die Waddle-Dee. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Pronomen angeht von dem Ganzen hier. So, aber perfekt. Uns fehlt jetzt noch eine Blüte. Das könnte tatsächlich gut machbar sein. Ansonsten haben wir nämlich alle Aufgaben. Perfekt. Also ich meine, das habe ich jetzt auch schon erwartet, dass ich das nochmal hinbekomme. Das Problem ist bloß, ich weiß, dass wir jetzt gleich beim Gegner sind, beim Boss. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass jetzt nochmal was kommt. Ah, perfekt. Da ist sie ja. So, und damit haben wir tatsächlich alle Waddle-Dees, beziehungsweise alle Aufgaben, die man hier so machen kann. Ach, guck mal, man braucht sogar dieses Ding. Ich dachte, es wäre nur Bonus für den einen Waddle-Dee, aber nein. Man braucht spätestens hier. Spätestens braucht man es im Fight. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. So, und da sind wir nämlich auch schon bei dem Fight. Eine Riesenschildkröte. Oh, ja, 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 ja. Ich glaube, die kann nur einmal safen, oder? Nee, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann save ich mich einfach noch hier. Ach, guck mal, hier gibt es nochmal gut gesunden Mais zum Mitnehmen. Warum nicht? Ach, er musste es... Ich weiß nicht, ob er es sogar anbeißen musste. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind oben angekommen. Hier gibt es nochmal eine Statue oder so. So. Und dann nichts wie rein in diese Riesenschildkröte. Oh, das war's schon. Oh, ich dachte, man muss öfter treffen. Alright. Und die Raben, ich meine, die könnten auch einfach wegfliegen, aber die sind irgendwie zu blöd dafür. Ich kann es nicht anders sagen. Und deswegen befreien wir die großen Waddle-Dees, die drei, also die große Packung Waddle-Dees, drei auf einmal, was den Abschnitt abschließt. Rekord 302 sind es Sekunden, kriegt man, oder nee, das sind wahrscheinlich einfach nur die Münzen, oder? Auf jeden Fall haben wir den Abschnitt abgeschlossen, die Waddle-Dees gefangen, auch die Tulpen, die Rouladen des Gebäudes zerstört. Okay, ich wusste gar nicht, dass das eine Aufgabe ist. Und über das heraussprudelnde Wasser auf dem Balkon sind wir auch gegangen. Ziemlich versteckt sogar manche. So, Serial One, hier Kirby, wurde in einem rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pup auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Na, auf jeden Fall, mein Lieber. Dann die Maxi-Tomate. Wenn deine KP mal niedrig sind, dann iss ruhig eine nahrhafte Maxi-Tomate. Damit bist du ruckzuck wieder auf deinen Beinen. Sind die Tomaten mit Kirby und Co. aus dem Wirbel gefallen oder wuchsen sie bereits vorher auf dieser Welt? Beliebt sind die im jeden Fall, sogar bei Bestienrudel. So, ich glaube, jetzt haben wir noch 1 bis 2. Nämlich den Kegelstopfer Kirby erstmal. Kirby enthielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und dann sich durch den Kegel nun auch mit Kegeln vollstopfen. Dieser Zustand ermöglicht ihm, sich mit spitzen Kopf voraus hinabzustürzen und riesige rissige Bögen oder Rohre aufzubrechen. Und wieder einmal beweist Kirby Köpfchen. Oh Mann. Das war wieder mein flacher Witz, wie man ihn von Nintendo kennt. So, aber damit haben wir die erste Ebene abgeschlossen. Ach, guck mal, es kommen noch 1, 2, 3 Level ungefähr. Würde ich meinen. Und wir haben auf jeden Fall mit Ansatz alle Waddle-Dees hier, alle 9, gerettet. Ach, cool, dass das sogar mit Stern markiert wird. Aha. Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Sieh dir dort bereits gesammelte Figuren an und versuche, die Sammlung zu vervollständigen. Ach, guck mal. 3 von 79, aber es ist nur Series 1. Ich habe das Gefühl, es wird mehrere geben. Die Frage ist auch... Wow, man ist ja echt smooth unterwegs. Hier, genau. Zur Waddle-Dee-Stadt. Das ist nämlich so die Hub-World, wo langsam dann mit den Waddle-Dees eine Stadt aufgebaut wird, wie der Name schon sagt. Und die können wir uns doch heute noch anschauen gehen. Hi. Ihr seht schon, sehr brüchig. Deswegen ist es sehr wichtig, viele Waddle-Dees zu fangen, weil dann bauen die auch neue Sachen auf. Die Waddle-Dees bauen ihre Stadt wieder auf. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten.
Hä? Aber warum denn jetzt wieder aufbauen? Ich meine, ich dachte, die Waddle Dees sind auch in diese Dimension gespült worden. Das heißt, die hatten hier noch nie eine Stadt. Oder waren sie doch schon hier? Also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was das angeht. Aber okay. So, ein Gebäude haben sie schon errichtet. Das Waddle Dee Kino. Sieh dort noch einmal die schönsten Szenen aus dem Spiel auf der großen Leinwand an. Alright, du sagst wieder hier Zwei-Spieler-Modus. Dieser komische Wirbel hat schwuppdiwupp in den Himmel gesorgt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Naja, jetzt kann ich dir helfen, ne? Joa, danke dir, aber brauche ich gar keine Hilfe von dir. Wir dürfen jetzt auch tatsächlich, glaube ich, entscheiden, auf was wir gehen. Es sieht so aus, als hättest du die Waddle Dees mächtig Zeug gelegt. Sollen wir uns mal angucken, was die machen? Ort der Ankunft. Ach so, das ist, ja, da, wo wir angekommen sind, offensichtlich. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz ins Kino. Schauen wir mal. Ich meine, bis jetzt haben wir ja noch nicht so die größten Momente gesehen. Willkommen in Waddle Dee Kino. Hier kannst du dir alle möglichen Filme ansehen. Warum bist du ausgerechnet ein Kino als erster gebaut haben? Tja, kann ich dir verraten. Unterhaltung ist wichtig. Also, welchen Film möchtest du anschauen? Ah ja, okay. Das sind jetzt die Cutscenes alle. Mhm. Ja, die war schön. Der Song war auch richtig gut. Alright, das sind einfach die Cutscenes. Alles klar. Dankeschön. Ja, ich schaue gerne mal wieder vorbei. Mich nervt es, mich triggert es schon so ein bisschen, dass sie dann trotzdem noch die Punkte haben, wenn ich mit ihnen geredet habe. Aber okay. Kann ich eigentlich mit euch reden oder... Nee, ihr seid erstmal nur Deko vorerst. Oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hier vorne an, weil es halt einfach am präsentesten ist. Achso, ich muss die erstmal gesammelt haben, glaube ich. Und hier kann ich meine KP auffüllen. Ja gut, so viel dazu. Ja gut, also die Waddle Dee Stadt, es ist tatsächlich gar nicht mal so umfangreich, wie ich dachte, die Waddle Dee Stadt. Also drei Gebäude können wir jetzt suchen. Aber klar, guckt mal, es sind jetzt noch 160, die wir brauchen. Beziehungsweise wir haben ja schon ein paar gefangen. Gefangen, oh mein Gott, freigelassen. Genau das Gegenteil eigentlich. Nun ja, hier, schaut mal, die Datei. Wir haben ganze 2% nach einem Tag. Ja, krass. Beziehungsweise nach einem Part, besser gesagt. In der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis jetzt einen super Eindruck von diesem Spiel. Aber klar, ich habe auch jetzt recht hohe Erwartungen, muss ich sagen. Weil es mir bis jetzt eben so gut gefällt. In der nächsten Folge geht es dann auf in den... durch den Tunnel anscheinend. Joa. Ach, guck mal, man kann hier sogar die einzelnen Abschnitte sich anschauen. Ah ja, das ist super. Oh, ich mag solche Ansichten richtig gerne. Also, wo man halt einfach auf einen Blick sieht, was man hat und was man vielleicht noch nicht hat, ne? Also, wie jetzt zum Beispiel hier auch. Warum auch immer diese Sachen so special sind. Vielleicht findet man die seltener oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, und ob diese kleinen hier auch so eine Bedeutung haben werden. Ah, guck mal, als nächstes, wie man es kennt, die zweite Ebene wird wohl eine eher wüstenhaftige, oasenhaftige. Cool, ich dachte mir gerade, hier sehe ich gerade suchen. Aha, also gibt es das auch einmal random. Ja, tatsächlich. Ah, cool. Also ich meine, es sind nur die Coins, die kann man, nein, auch einfach selber farmen. Okay, Leute, ich verliebe mich gerade zu sehr in dieses Spiel. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja, bis dorthin einen wunderbaren Tag. Kirby mit der Super-Cuteness. Lol, sagt euch wirklich Bye-Bye. Ich habe das jetzt einfach random gedrückt. Aber man kann tatsächlich Emotes machen. Also nochmal, bye.